Yeah, hallo zusammen. Heute wieder eine schöne Ausgabe von Contao Random. Die dritte schaffen wir heute. Und zu dritt sind wir auch, zumindest noch. Herzlich willkommen, Niki. Herzlich willkommen, Joe. Wie geht's euch? Ja, also, mein BVB spielt heute. Ach nee, warte, hier war's. Hey, wir müssen heute noch gewinnen. Gegen Okay. Ajax. Dann wäre das Thema ja Mir geht's immer gesetzt. gut. Aber jetzt verlieren wir die ganzen Schalke-Fans, so ein Mist. Naja. Ja, jetzt nicht. Kriegen wir alles hin. Aber bei dir Mir geht's drüben? immer gut, wenn ich bei euch Alles bin. gut? Ja, wenn ich bei Ach, euch bin, geht's mir immer gut, Jungs. das Das ist ist sehr toll. schön. Das ist toll. So, haben wir denn schon jemanden, der da ist? Oh Ingolf ja. ist da, Thomas ist da. Moin, moin, Leslich. Glenn, hallo. Hallihallo. Sascha und Daniel, sehe ich hier gerade im Chat, die auf jeden Fall schon mal was gesagt haben oder geschrieben haben. Ja, gut, mit vier Leuten, also ja, ist noch ausbaufähig, ne? Ja, Aber vier wenn wir. Leute machen mal 4 Minuten für jeden eine. Ja. Und ist gerade nach oben gegangen, 6 Leute. Schon hat sich's verlängert. Ja, Um Mensch. 50%. Sehr schön. Ja, wollen wir gleich reinstarten und mal ein erstes Thema auswürfeln? Wie schaut's aus? Auf jeden Fall. Ich hau mal hier was gegen die Wand. Und wir lassen nichts anbrennen. Heute geht's gleich los. Ich bin Und gespannt. Attacke. Welche Aufgabe hat die Contao Association? Ja, los geht's, Niki, erzähl mal. Wieso ich? Ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, du weißt es am besten. Naja, also die Contao Association hat erstmal vorrangig die Aufgabe, Geld einzusammeln. Also sei es über Spenden, sei es über Monatsbeiträge. Aber jetzt sind wir bei dem Thema vom letzten Ich Mal, wollte ne? sagen. Ja, ne? Aber das ist erstmal die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe sind die Veranstaltung, Konferenz, Camp und die Unterstützung für weitere, sage ich mal, Veranstaltungen, die durch wie zum Beispiel Joe, Nordtag, ne? Du bist ja auch zu uns gekommen, hast gesagt, hörst du. Wir bräuchten da mal eine Unterstützung, wir wollten eine Veranstaltung machen und dann geht das vorwärts. Das finde ich eigentlich Und eine wunderschöne. Oder gibt es noch eins mehr? wie, was eins mehr? Nee, also ich glaube, ich finde das eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also ich finde, für mein Gefühl ist die Frage damit eigentlich auch Ja, Moment, ich beantwortet. habe auch noch Können was eine. Drittes. Ah, noch einen dritten, ja? Okay. Ich habe auch noch was Drittes, weil alle guten Dinge sind drei. Alle drei, ja? Die Heute, dritte auf Sache jeden war Fall. halt, das war halt so auch, als ich noch Präsident war, also ich kann ja jetzt immer nur von der Zeit sagen, wo ich jetzt Präsident war, war halt meine dritte Aufgabe oder mein drittes Ansehen, halt die Community auch so zusammenzuhalten oder ja, zu bespaßen. Das klingt jetzt blöd, aber also so dieses, ich bin auf der Konferenz, also ich weiß noch, an eine Konferenz in Salzburg, da hatten wir am Mittwochabend war das, da waren wir oben auf der Burg und haben dort abends gegessen und die Veranstaltung gehabt. Ich weiß nicht, ob es Get Together war oder Ja, abends genau. hieß halt die Zusammenkunft. Und da bin ich dann an jeden Tisch gegangen und habe mit jedem gesprochen, ob die jetzt neu waren oder alt waren, völlig egal. Das war mir da völlig egal, sondern es ging mir halt einfach darum zu sagen, Mensch, Leute, cool, dass ihr da seid. Warum seid ihr da? Was macht ihr hier? Und ja, schön, dass ihr da seid. Und am Ende war es so, naja, Buffet war leider alle. Ja, dann Das musste man halt mehr heißt, trinken, aber es ist ja, schlimm. das heißt, die Association als Botschafter auch in so schwierigen Lagen, wie wenn dann mal das Essen ausgeht. Also Genau. nicht nur für Code und Co., sondern auch fürs leibliche Wohl. Finde ich So, eigentlich sehr schön. und ich denke, es muss halt irgendwie eine Organisation geben, die halt einfach sagt, okay, hoch zu, wir halten das jetzt ein Stück weit zusammen, ob es jetzt finanziell ist, ob es jetzt in der ganzen Community-Sache ist. Und ja, aber ich glaube,
Wir haben da so ein Dings hier. Joe, da hat uns jemand was Schönes gebaut. Nur deswegen wollen wir es jetzt nutzen. Ja. Mach nochmal. Aber nochmal, mach nochmal. Moment. Mach nochmal. Moment. Mit Ton. Ah, oh, yeah. Mm. Ja. Aber das soll nicht heißen, dass wir hier jetzt gegen das Thema Association und Aufgaben und so weiter und so fort sind, sondern oh. Ich denke. Hast du das jetzt gesagt? Ja, genau, weil ich spüre, wenn wir darüber reden, dann reden wir am Schluss ganz viel über Geld. Und das ja. haben wir letzte Woche gemacht, oder vor 2 Wochen. Genau. Ausgiebig. Ja, genau. Und aber ich wollte eigentlich, mal, Moritz, ich dürste Moritz, nach was Neuem. Genau, ja. Moritz, aber genau deshalb würde ich sagen, dir ging es nicht vorrangig dagegen, gegen die Association zu sprechen. Nein, oder gegen Geld oder sonst irgendwas, um Willen, sondern es ging einfach darum, wir haben letztes Mal erst drüber gesprochen und ich glaube, dieses Mal müssen wir ein neues Thema finden. Und wie schön, das aber heißt, das Thema können wir zurückstellen. Fast konstruiert, dass ja. wir diesen tollen Buzzer mal benutzen konnten. Vielleicht buzzern wir das nächste Thema auch, einfach weil wir den Buzzer so geil finden. Ja. Danke übrigens an Franco. Und übrigens, wenn ihr alle das hier geil findet, und übrigens noch eine Sache, die beste Währung, die ihr uns geben könnt, ist ein Daumen nach oben oder das ja, Kontaktchannel ja, abonnieren. Geld, also, schon Geld auch. Ja. Lassen wir das Thema Geld. Ich drück jetzt hier, weiter geht's. Oh, jetzt bin ich und gespannt. Jetzt kommt das gleiche nochmal. Yay! Oh. Warum man die Kontaktdokumentation unterstützen sollte und wie? Also das ist ja jetzt. Und wie ist ja die Aufforderung, man soll sie unterstützen uns. Und wie? Und wie? Und vor allem, also die sollten wir übelst unterstützen. Ich ja. denke auch, vielleicht ist es auch ganz schlau, mal ein kleines bisschen in die Vergangenheit zu schauen, weil wir sind jetzt ja in einer verhältnismäßig luxuriösen Situation, die es noch gar nicht so lange gibt. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo die Contao-Dokumentation irgendwie aus Fragmenten im Wiki, Fragmenten in der alten Dokumentation auf GitHub, Fragmenten im Forum bestand und es gar keine richtige, ja, keine eine Anlaufstelle gab, wo man hingehen konnte und tatsächlich auch viele Sachen gefunden hat. Und ja, das hat sich jetzt irgendwie in den letzten, wie viele Jahre ist es her? 2 Jahre vielleicht? Gefühlt? 3 maximal? Drei, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Drei, ja. Gewaltig verändert mit unserer schönen docs.contao Installation. Und um nochmal kurz den Bogen zu schlagen auf das gerade vorherige gebasserte Thema. Mhm. Die Contao Association unterstützt die Erstellung der Dokumentation. Mit einem nicht unerheblichen Betrag pro Jahr. Ne? Also das ist halt wirklich. Okay, aber was heißt denn unterstützt? Also, weil das ist ja vielleicht genau der Knackpunkt. Wie entsteht die Dokumentation? Und also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo in so ein Automat Geld reinstecke. So ein paar Münzen und dann drücke ich einen grünen Knopf und dann wirft die eine Seite Dokumentation aus, oder? Nee, so war es ja nicht. Also das grundlegende Problem war, wir haben ganz viele Leute gehabt, die eigentlich durchaus überlegt haben, Artikel zu schreiben, Dokumentation zu schreiben, Bilder und alles Mögliche zu dokumentieren. Aber das Problem war, wo? Also es gab irgendwie das Wiki, ne? Das hat Chris extra damals irgendwann aufgesetzt, Contao-Wiki. Ich glaube, ich weiß nicht wann, aber das ist schon ganz viele Jahre her. Das war natürlich immer schwer zu editieren und war gar nicht so ganz so einfach. Dann gab es natürlich das Cookbook, was mal zu einem, ich glaube, in München angefangen wurde, zum Camp, wo auch so ein bisschen ein paar Sachen waren. Aber so eine richtige Doku gab es eigentlich. Oh, jawohl, hier. Oh, Mensch, das sieht doch aus wie von vor 12, 30 Jahren oder so. Ne? Und das war halt wirklich so ein richtiges Wiki noch. Also, das war wirklich toll, das war prima zu der Zeit, aber es war halt irgendwann, ja, die Hürde, die man da nehmen musste, um das zu pflegen, war halt natürlich schon relativ schwierig. Und es wurde ganz viele Jahre darüber diskutiert, was man macht, was man tun könnte. Und irgendwann, ja, kam die Entscheidung zu sagen, man muss wahrscheinlich wirklich Geld in die Hand nehmen, um erstmal die Grundlage zu schaffen. Und Piake und Fritz
haben sich da wirklich super gut da reingefuddelt, haben die ganzen Sachen ausgelotet, was kann man machen, was kann man nicht machen, und haben sich jetzt auf das System dann versteift, haben das eingerichtet und jetzt kann man halt ganz einfach über GitHub da zu beitragen. Das ist übrigens ein guter Punkt. Du hast jemanden erwähnt, den Fritz. Und wie es so der Zufall will, Nein, nein. Ich möchte dazu noch mal eine Sache sagen. Das letzte Mal wurde uns schon gesagt, so, das war ja schon ein komischer Zufall, dass genau die Gäste da waren, aber sie waren nicht ausgesucht. Und auch heute ist es so, dass wir die Leute vorab gefragt haben, sie wissen nicht, wer kommt. Und ich glaube, ich muss noch einen Moment reden, weil Ja, Fritz pass gerade noch auf. seine Kamera justiert. Pass auf jetzt. Und ich hab vor allen Dingen jetzt gerade, wo das Thema kam, habe ich Fritz direkt geschrieben, ne? Ich hole ihn mal rauf die Bühne. Hey, Hier, hi Fritz. juhu! Hey, schön, dich zu Juhu! sehen. Hallo! Du hast noch nicht mal geantwortet, Fritz, hey. Ja, mein Laptop ist sehr laggy, weil Windows und Ah. so. Er hat das böse Wort gesagt, um Gottes Willen. Ja, Windows? aber. Laptop. Aber erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Hi. Es schön, dich in dieser Runde zu haben. Und ja, wie passend, dass es um die Dokumentation geht. Ich glaube, da kannst du am meisten zu sagen. Vielleicht Wahrscheinlich schon, ja. die Frage war ja so ein bisschen provokant in die Richtung gestellt. Bitte trag zur Doku bei, wenn ich das so rausgelesen habe. Vielleicht kannst du uns ja noch mal so ein bisschen ein 101 geben, wie ich denn dann zur Doku beitragen kann oder wann das überhaupt angemessen ist und ja. Ja, angemessen ist es Und immer. wollen wir das vielleicht einfach mal auf dem Screen teilen und du guidest mich einfach mal und zeigst mir mal, wie ich beitragen kann, dass das vielleicht Leute auch sehen? Wäre das eine Ah, oh gute Idee? ja. Ja? Und dann teile ich noch mal meinen Bildschirm. Wollen wir was Echtes fixen in der Doku? Oh, ich hätte schon Bock, was zu schreiben irgendwie auch, aber ich weiß nicht, ob ich was Sinnvolles beitragen kann. Kannst du schreiben, Joe? Nee. Ja, Okay, wunderschön. okay. Vielleicht finden wir einen Rechtschreibfehler und den können wir schnell fixen. Oh, das Das kriegen wir stimmt. gemeinschaftlich hin. Denke Oh ich, ja. denke ich, denke ich auch. Also, Fritz, sag mal, ich bin auf Kotao.org und ich will was über die Dokumentation lesen. Dann gehe ich worüber? Über Dann die gehst du Doxio, ne? auf Docs natürlich, ja. Genau, richtig. So, Docs, da bin ich. docskontar.org. Und hier gibt es eine, die ist leider immer noch nur Englisch. Also da wollten wir eigentlich schon noch eine deutsche wieder einführen, aber momentan ist es eine englische Startseite sozusagen, die einerseits auf das User Manual führt oder andererseits auf die Developer Documentation. Und was man vielleicht hier gleich erwähnt, das User Manual ist halt eher für die Anwender, also die Contao, also mit Contao arbeiten wollen, Content befüllen wollen, auch Also wie ich aufsetzen wollen. sozusagen. Ja, oder wie Ja. wir alle, ne? Aber Ja. und die Entwicklerdokumentation richtet sich dann schon mehr an die Anpassung des Systems. Also es überschneidet sich oft natürlich, weil es gibt so Dinge wie DCA-Anpassungen oder Übersetzungsanpassungen. Ist irgendwie beides, braucht oft auch ein einfacher Anwender. Aber ja, das findet sich dann zum Beispiel in der Developer-Dokumentation. Keine Ahnung, vielleicht gehen wir in das User Manual mal. Ja, finde ich gut. Klar. Ich mache mal ein bisschen größer. Mhm. Responsive ist es auch. Übrigens, was für ein System nutzt ihr hier? Das Print? System nennt sich Hugo. Hugo ist ein Static Site Generator. Also da lädst du dir eine Executable runter, die dir dann mit einem Command deine Markdown-Dateien in HTML umwandelt. Ich kann dir sagen, dass Bootstrap auch Hugo benutzt. Ah ja. Also ich habe das jetzt auch schon öfter gesehen, tatsächlich, ja. Und vor allem auch genau dieses Theme, also dieses Learn-Theme, das wir damals ausgesucht haben, oder nicht ausgesucht, das hat Jim von OneUp, von den Schweizern, hat das eigentlich für sich benutzt, für die interne Dokumentation, also firmenintern, und hat uns das damals gezeigt und deswegen ist es uns damals das war beim Entwicklertreffen 2000. Die Zeit vergeht zu schnell und wegen Corona habe ich auch kein Zeitgefühl mehr, also keine Ahnung, was das war. Und ja, Aber und auf jeden Fall letztendlich sind alles mal richtig gemacht. und
Letztendlich sind wir dann bei dem System geblieben und find's auch gut, dass wir dabei geblieben sind. Auch wenn es hin und wieder Hugo ein bisschen, also Semantic Versioning machen die nicht wirklich bei ihren Releases und dann breaken oft, aber es ist immer noch null, es ist ja immer noch ein null Punkt irgendwas Release. Also. Und verstehe ich das richtig? Also wir haben jetzt quasi ein Repository und da drin liegen Markdown-Files. Genau, also Und so war es ja auch vorher schon. Also vorhin ist ja erwähnt worden, es gab ja keine Dokumentation, es gab schon eine Dokumentation. Gibt es auch jetzt noch unter bookkontar.org oder so irgendwie? Na, Doc, ich habe es noch nicht offline genommen. okay. Aber quasi dieser Prozess, dass da jetzt diese schöne Webseite draus wird, das passiert dann automatisch, sobald irgendjemand contributet oder Genau, wie funktioniert das passiert das? über die GitHub-Actions, falls das ein Begriff ist für unsere Zuseher. wo halt eine virtuelle Umgebung gestartet wird, die das dann compiled, mehr oder weniger, und dann halt auf den Server kopiert. Ja. Cool. Und nochmal zum alten System. Das alte System ist ja auch Markdown-basierend gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, war das Gitbook Git, oder ich. Gitbook, Gitbook war das gewesen, ja. Ja, genau. Aber es hat halt, wenn dann nur der Andi maintained, oder ich habe dann auch gegen Ende quasi auch öfter Pull-Requests gemacht, aber die waren halt oft sehr mühsam, weil man alles in drei Sprachen hätte machen müssen sollen, also Französisch, Deutsch und Englisch. Und die Art und Weise, wie das strukturiert war, war dann auch schwierig, weil die Struktur im Deutschen anders war als im Englischen. Und das ist jetzt, finde ich, ein bisschen leichter zu verstehen, weil alles liegt immer im selben Level und du hast einfach nur einen Punkt en Punkt md und Punkt de Punkt md Ja, und wir für hatten die für damals, Englisch und Deutsch. ich erinnere mich, ich hatte mir damals auch ein paar Pull-Requests gemacht oder ein oder zwei, wo ich versucht habe, Sachen zu strukturieren und dann gemerkt habe, es gibt irgendwie das Ja. Gitbook und es überschneidet sich. Und letztendlich war es genau so ein typisches Problem wieder. Man fängt dann an, versucht was richtig zu machen und man kann es eigentlich nicht richtig machen. Deswegen, das war eigentlich super, dass wir da so einen klaren Bruch dann hatten. Ja, und was jetzt auch nett ist bei diesem Learn, also es kommt eigentlich aus dem Learn-Theme, nicht von Hugo direkt, aber es ist eh was sehr Simples. Man kann hier in der Config hinterlegen quasi den Link zum oder den Edit-Link zum Repository. Und wenn man jetzt auf eine normale, also bei dieser Seite, also bei diesen Kapitel-Introductions, da hat man den Link jetzt nicht rechts oben. Aber wenn du auf irgendeine andere Unterseite gehst, dann gibt es rechts oben diese Seite bearbeiten. Und da kommst du halt direkt auf GitHub. Und wenn du eben zum ersten Mal, also wenn du brauchst natürlich zuerst einmal einen GitHub-Account. Also hier würdest du wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht eingeloggt bist, vielleicht kann man das auch nochmal in Private Browser Window kurz testen zum Vorführen. Ich weiß nicht, wie das geht, natürlich. Genau, So, also schon. Muss ich mich da einloggen? fragt sich nach einem GitHub-Account. Und wenn du noch keinen hast, dann musst du dir halt hier zuerst einen erzeugen. Also GitHub-Account ist halt Eh ein hilfreich. Requirement. Und beim ersten Mal, wenn du noch nie was contributed hast, dann fragt dich GitHub nach einem sogenannten Fork zu machen. Also die Sourcen, die Quellen der Dokumentation abzuzweigen. Und dann kannst du es direkt editieren, direkt im Web-Editor von GitHub. Vielleicht findet man einen Rechtschreibfehler jetzt gleich. Ja, ich bin auch schon am Suchen, muss ich sagen. Können ja Aber es Kevin ist Jones und nicht so Kevin Hoff leicht. umändern. So. Oder vielleicht hat ja Ja. jemand auch von den Zusehenden eine Sache, die wir irgendwie einfach fixen könnten. Genau, Chat, was ist eigentlich los hier? Ich bin enttäuscht, wirklich. Macht mal Alarm. Hier ist extra Ja. Fritz aufgestanden für uns, Weil um du musst auch dabei zu überlegen, sein. das Schottland, Oh. da ist es jetzt schon 3 Uhr nachts, also wegen Ja. Zeitverschiebung. Ja, klar, aber ich bin jetzt in Wien. Ah ja, Ach dann. so, du durftest mal wieder nach Ja. Wien. Am Sonntag Und geht es ist dann los besser? nach Frankreich zum Entwicklertreffen. Ja. Aber schöne Aufgabe für den Chat. Chat sucht einen Fehler und wir fixen ihn. Sucht Jawohl. was raus. Also wir versuchen ihn zu fixen. Aber Oh, wir haben. sagt. Es gibt eine Seite Mumble-Installation. Wir könnten das vielleicht auf Contao Huddle umändern. Oder ist das zu viel? Was für ein Ding?
Wir könnten auf der Seite zur Mamba-Installation, könnten wir vielleicht eine Infobox hinzufügen, sowas wie Mumble war gestern, Huddle ist das neue Mumble Genau, stimmt. Ist oder jetzt sowas. neu. Nein, Mumble ist trotzdem noch toll. Also genau, Mumble ist trotzdem Ja, noch schon. toll. Aber wir Der könnten Background schon von auf jeden Ja, sorry. Sehr Also wir schön. könnten schon auf jeden Fall das erwähnen. Ja, also das ist eine gute Idee, Moritz. Also die Ja. Hintergrundinformation dazu ist, wir haben so regelmäßige Contao Calls auf Mumble, einem serverbasierten Voice-Chat-Dienst. Und haben jetzt das letzte Mal, glaube ich, was das letzte Mal? Eine neue Variante probiert über Slack und diesen im Endeffekt fast das gleiche, aber es erlaubt uns noch ein paar extra Sachen. Bildschirm teilen, irgendwie die Historie persistieren und so weiter. Und ja, das wäre jetzt was, was wir vielleicht dort einfügen könnten. Ist am Donnerstag nicht wieder Mumble Call? Glaube Entschuldigung, schon. dann jetzt Slack Call, Huddle, ne? Huddle Huddle, Call. Contao Call. Huddle. Contao Es ist Call diesen halt, ne? Donnerstag schon. Ja. Ich glaube, ja. Ja. Wäre das auch geklärt? Okay, ich bin Dummy-User. Also ich bin der Nutzer, der das jetzt zum ersten Mal macht. Und ihr müsst mir einfach helfen und sagen, was ich tun soll, weil ich weiß es ja gar Du nicht. musst da Also, irgendwann auch auf wenn du die es gerade Seite erklärt hast. bearbeiten gehen, oder? Ja? Was wollen wir überhaupt machen? Ich glaube, Genau. wir würden einfach so eine Notiz am Anfang einfügen, dass halt ab jetzt die öffentlichen Calls über Slack stattfinden. Da könnten wir auch gleich Seit einen erst Link, zehn. denn wir könnten auch gleich den Slack-Invite-Link dort reingeben. Und da gibt es, glaube ich, in dem Zusammenhang können wir das ja auch gleich herzeigen oder erwähnen. Es gibt ja das, Shortlink, oder? den Oder? Shortlink dafür. Also ich glaube, für den Slack-Invite gibt es einen Shortlink. Wo man den jetzt findet, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Aber ich weiß nicht, ob ich das zeigen will. Dann wissen es nämlich alle. Ja, warum nicht? Es ist ja öffentlich. Also, es gibt ja diese. Wir waren ja auf GitHub hier gewesen. Und da gibt es ja diese To-Contao-Geschichte. Und da ist der Shortlink-Service ja drin. Jetzt muss ich nochmal gucken. Organization, Contao hier. Boom. Und dann gibt es hier unter Ah, es Repositories. ist einfach to.contao.org/slack. Ja, Trial ich wollte es nochmal. Error. Ich zeige es jetzt Macht trotzdem. Aber jetzt mach doch das nicht Sinn. kaputt, was ich hier zeigen will. Verdammt nochmal. Naja, du machst halt. Lucky Mann, ich hole Guess. jetzt Popcorn. Ich hole jetzt Popcorn. Gegenstrukturiertes Vor. Also, was ich sagen wollte, dieser Service, von dem gerade gesprochen wurde, dieser to.contao.org, übrigens auch etwas, was, ich weiß gar nicht, ist das was die Association mitfinanziert? Also irgendwo liegt der ganze Kram ja irgendwo, ne? Und naja, egal. Und da gibt es so eine Redirects-YAML-Datei und da stehen quasi alle Shortlinks drin. Also wenn man nicht weiß, wie die heißen, ne? Da kann man auch wieder einen Fork machen, welche hinzufügen, falls man das braucht, aber das ist eigentlich eher so. Eigentlich braucht man das nicht, aber vielleicht findet ihr was Sinnvolles oder einen Fehler. Und dann kann man hier einen Pull-Request machen. Und da ist auch So. Slack. Da ist auch Slack, yo. In Linie Ja? 60, Aber keine genau. Random, oder? Random gibt es auch hier unten. Oh. Ja. Genau. Also, was wir machen wollten ist, wir wollen jetzt hier Seite bearbeiten. Das soll ich machen, hat er gesagt. Bevor du auf die Seite Genau. bearbeiten gehst, geh nochmal bitte kurz Zu zurück zur spät. Doku. Und öffne vielleicht auch mal Installation, den Bereich links. Und dann irgendeine Systemvoraussetzung zum Beispiel. Systemvoraussetzung? Den ersten oder ist egal welcher. Wenn du jetzt ein bisschen nach unten scrollst, dann sehen wir mal so eine typische Notiz. Die gibt es irgendwie in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Labels. Das ist, glaube ich, irgendwie Notiz und Warnung und Info oder so. Und ich weiß nicht, irgendwas gibt es noch. Genau, also wenn man dann, also wenn man jetzt eigentlich nur einen eben Rechtschreibfehler fixen will, dann muss man nur auf diese Seite bearbeiten klicken, man sucht sich das raus, ändert es und schickt diese Änderung quasi einfach rein. Wenn man jetzt ein bisschen mehr machen will, also auch irgendwie formatieren will oder eben so eine Notiz machen will, dann muss man halt schon auch entweder ein gewisses Vorwissen haben, was Markdown betrifft, also die Markdown Language, oder wie man es nennen soll. Und in dem Fall für die Notiz, weil das ist ja nicht Teil von Markdown, sondern das ist halt etwas Spezielles aus Hugo oder aus dem Theme in dem Fall.
Und das sind dann sogenannte Shortcodes, verwendet man dafür, um eben solche Notizen generieren zu können. Sehen so ähnlich aus wie Insert-Text in Contao. Benutzt man auch so geschwungene Klammern und zwischen zwei Insert-Tags sozusagen schreibt man dann die Notiz rein. Und das würde man aber wiederum finden in der Dokumentation vom Theme in diesem Fall. Und das wiederum wäre verlinkt in der README vom Repository der Dokumentation an sich, glaube ich, hoffentlich. Wenn ich nicht Ich was glaube Ähnliches aber, finde und ich bin mir jetzt sicher, ich glaube, es gibt ja mittlerweile im Manual auch einen Artikel über, wie man über die Doku einen selber, ja, über die Doku selbst das, vielleicht. aber es wäre das natürlich gibt es auch, ja. aber es wäre natürlich auch ganz einfach, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt bestimmte Elemente oder sowas haben, könnte man natürlich diese, wenn man eh dieses Repo ausgecheckt hat, kann man natürlich in die, was ich jetzt wie bei Installation, in das Ding reingucken und kann gucken, wie man im Prinzip diese Notiz geschrieben hat. Man kann Genau, sich einfach genau, rauskopieren, ne? Also genau. da Man muss man kann ja auch gar nicht weiter lesen. copy-pasten. Und Ja. das, was Fritz gerade meinte, das ist übrigens der letzte Link hier unten zur Dokumentation beitragen. Das ist quasi so die, wahrscheinlich so die, das ist das Transkript zu unserem Video, das wir gleich machen. Ja, aber nein, ich Schätzung. weiß nicht, weiß nicht, ob wir so weit gehen wollen und auch wirklich mit Git klonen und so alles auschecken und solche Dinge, aber können wir schon, natürlich. Aber Schätzeleins, wir wollen doch jetzt einfach erstmal nur eine Kleinigkeit ändern. Können Ja, wir das bitte einfach jetzt switchen wieder machen? alles zu. Ja, Weil los meine geht's. Hände, die schmerzen langsam. Ich will tippen, aber ich darf nicht. Auf geht's. Klick auf diese Seite bearbeiten, wir machen zum Browser. Hier, das wollten wir doch machen. Wir wollten doch hier Mumble-Installation Hinweis schreiben. Let's do it, please. So, ich habe gesagt, Aber ich Moment, wie bist du da brauche das. hingekommen? Das mache ich gerne nochmal für dich. Na, gerne. Okay. Gerne. Mumble. Du? Bei Anleitungen. Also, ich habe die Suche benutzt, Bumble-Installation. So. Und dann habe ich gesagt, so, diese Seite bearbeiten. Dann öffnet sich ein neuer Tab auf GitHub und ich kann einen Fork anlegen, weil ich das zuvor schon bestätigt habe. Ne? Ich habe gesagt, ich habe schon was geforkt davor, deswegen komme ich gleich in diesen Dialog rein. Okay. So, und dann gilt die Regel RTFM, also Read the Fucking Manual. Hier oben steht, was du zu tun hast. Und also beziehungsweise was passiert. Ne? Also ich mache jetzt Änderungen und dann kann ich einen Pull-Request quasi generieren, der dann gemerged werden kann von anderen Leuten nach dem Review. Genau. Okay, let's go. Und so, jetzt brauche ich die Hilfe von euch. Was soll ich tun? Also ich möchte jetzt den Hinweis schreiben, dass zukünftig das ein Slack ist. Das heißt, wir brauchen einen Text. Ich schreibe einen Text hier oben rein oder wohin? Hallo. Hallo. Ja, also ich würde, ihr könnt mir schon vorstellen, das über den ganz oben hinzupacken. Was denkst du, Fritz? Über die Headline. Fritz überlegt noch. Ich schreibe einfach mal irgendwas in der Zeit. Nee, schreib mal. Bitte nutze zukünftig den Chat, zukünftig den Slack-Channel von Contao. Das ist Quatsch jetzt gerade, ist mir vollkommen klar, aber ich muss irgendwas schreiben, weil meine Finger jucken. Ja. So. Du hast aber auch Slech geschrieben. Da müssen wir einen Rechtschreibfehler korrigieren. Du hast doch Haraldslach, das gesagt, ich kann ist nicht schreiben. holländisch. Und jetzt noch ein großes K geschrieben. Okay. Das war ein Scherz. Wir können ja auch erstmal den quasi so das Außenrum machen und dann immer noch über den Text diskutieren. Wie wäre es denn, wir fügen noch einen Link ein? Hinten dran einen Doppelpunkt und dann unseren schönen Shortlink, den wir jetzt gerade Genau. rausgefunden haben. Oder Genau, vielleicht kann man das einfach den Slack-Channel von Contao zum Shortlink machen? Ja, den gibt es ja schon. Also das ist ja Nee, ich meine HTTP. ich mein Ja. Nee, aber den Text verlinken, oder? Genau, den Text Slack-Channel von Contao. Also Slack-Channel Ja. von Contao verlinken. Wie mache ich das? Also er hat nicht GitHub auch eine Funktion für Markdown? Nee, Also hat ich es dachte nicht. eigentlich, dass das irgendwie so mit eckigen Klammern, ne? War das nicht so? Genau, Ja, also genau. der also der Link-Text in die eckigen Klammern und dahinter in die geschwungenen Klammern der eigentliche Link. So. Ah, nicht Genau. geschwungene, in runde Klammern. Genau.
So, und das ist dann to.contao.org Genau. slash slack. Jawohl. Und dann kann ich sagen Preview. Und sehr schön. Du kannst auch mal drüber hovern, dann sehen wir auch da unten, das sieht alles gut aus. Okay, dann fehlt jetzt noch dieser Infotext außenrum. Genau. Also wir könnten jetzt einfach hergehen und das uns von woanders kopieren. Das ist halt, kommt immer darauf an, wie die Arbeitsweise eines jeden individuell, also die individuelle Arbeitsweise von jemandem ist. Ich lerne das gern und kopiere nicht einfach immer nur. Ich Aber hingegen lerne es, kopieren geht vergesse halt. es und kopiere es dann. Genau. Wir hatten noch so eine blaue Box gehabt. Ich bin Pragmatiker. So. Da. Hier ist eine blaue Box, die würde ich jetzt mir angucken. Oh, Schitkowski. Und jetzt kann ich mich nicht angucken. Doch könnte ich mir angucken, wenn ich Link einfach hier kopieren. in Docs. Nee, lass doch, tu den Link kopieren und einen neuen Tab Kannst. öffnen. Sollte schon gehen, oder? Ja. Ja. Oder Link forcierte das? in neuen Tab öffnen. Ja. Das hat funktioniert. Sehr Mensch. schön. So, und hier gibt es ja dann irgendwo weiter Genau, unten. da gibt es dann zwei geschwungene Klammern mit hier. Da, Notice, Note. Notice Note, genau. Ich kopiere das einfach mal komplett jetzt erstmal. Ja, genau. Jawohl. Schmeiß das hier rein. Und nehme das hier raus. Und vielleicht habt ihr noch einen schöneren Text dafür. Ich würde schreiben, seit 1.10.2021 nutzen wir nicht mehr Mumble für unsere regelmäßigen. 2020 vor allem. Nee, 21 habe ich gesagt, oder? Alles gut. Nutzen wir nicht Nicht mehr mehr Mumble für für unsere unsere, regelmäßigen. ja. Regelmäßigen Contao-Calls, sondern Die Huddle-Funktion auf dem genau. Contao-Slack-Channel. Das ist wirklich kollaboratives Arbeiten. Auch gleich gereviewt schon beim Schreiben. Genau, da müsste, glaube ich, noch ein Komma hin. Huddle-Funktion zusammengeschrieben? Nee. Separat, ne? Ja, So. eigentlich im Deutschen schon. Oder du machst ein Minus jetzt rein. Ja, das hätte ich auch gesagt, so. Das wäre, wenn es ein Die englisches Ding ist, ne? Huddle-Funktion, Ja. genau. Des Contao Slack Channels, so. Nee, von Slack, Kann das hier. oder? Finde ich okay. Ja, finde ich auch okay. Es gibt ja noch einen Reviewer, der kann ja noch mal was dazu sagen. Genau. Genau. Jetzt klick mal auf Preview. Ich meine, das ist natürlich Ja, jetzt was, müssen genau. wir abstrahieren, weil GitHub Ja. kennt diese Notice eben nicht. Das ist halt was von unserem Hugo-Theme. Aber es Aber. hilft schon mal, dass der Rest von GitHub korrekt dargestellt werden kann. Genau. Aber das heißt, jetzt würde ich hingehen und was tun? Jetzt würde ich einen Vorschlag machen, beziehungsweise beschreiben, was ich geändert habe. Ne? Genau, ja. Richtig? Und soll ich als guter User Update Mumble.de MD schreiben lassen? Stehen lassen? Würde ich sagen, nicht. Kannst du mal bitte, kannst du gerade mal Ingolf seinen Kommentar einblenden, den letzten von ihm? Kann ich machen. Ob ich das will, weiß ich nicht, aber ich kann. Danke, Ingolf. Also ich würde zur Frage, soll ich den Dateinamen benennen oder generell die Komponente, die ich mache in dem GitHub-Commit, ich würde sagen, dafür gibt es eigentlich Tooling. Also ich würde es nicht machen. Ich sehe nachher an den Files, die sich geändert haben, dass es dieses File auch ist. Okay, Aber du ich sollst glaube, dich für doch die nichts Dokumentation reinschreiben. ist es, nee, du kannst da oben jetzt reinschreiben, irgendwie sowas wie Hinweis hinzugefügt oder sowas oder Im Hinweis Endeffekt zu. ist es egal, weil nachdem der Pull-Request gemerged wird, gibt es ja eh eine andere Richtig. Merge-Commit-Message, Niki oder? will was sagen. Ja, Joe, ich darf ja noch nicht hier Hinweise einblenden, hier Chats einblenden.
Thomas fragt eigentlich ganz eine interessante Sache gerade. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Das habe ich mir damals schon zu Beginn angesehen, wie man das automatisiert anzeigen lassen könnte. Und ich glaube, Hugo oder das Theme, ich glaube, es war Hugo. Hugo könnte aus der Git-History so eine Seite erzeugen, also eine statische HTML-Seite, die sich eben aus der Git-History erzeugt. Kann ich mir auch mal ansehen. Ich glaube, das war nicht so einfach dann umzusetzen. Ich meine, der Punkt ist ja, in dem Moment, wo wir halt keine richtig guten, konsistenten Beschreibungen haben für die Änderungen, ist dann das Einzige, was man irgendwie sinnvoll anzeigen kann, vielleicht ein Diff, also was hat sich verändert. Und das wird dann schon kompliziert, das dann so darzustellen, dass es das Thema auch rendert vielleicht. Ja, aber Ich glaube, aber. ich glaube, es würde reichen, wenn du eine Liste an zuletzt geänderten Seiten einfach hast. Du brauchst ja nicht unbedingt die Beschreibung, also die Commit-Message dazu. Aber was Würde sie. vielleicht helfen, dann siehst du, ah, okay, hier gibt es irgendwie was Neues vielleicht und Aber was Also. jetzt, was ist der Hintergrund jetzt von Thomas seiner Frage? Das würde ich also ich weiß halt nicht, ob jetzt, also was das jetzt, also was bringt der Mehrwert zu wissen, wer die Seite als letztes geändert hat? Also das Einzige, was mir bringen würde, wäre vielleicht das Datum. Wann wurde sie das letzte Mal aktualisiert, vielleicht? Also Thomas, Ich jetzt, glaube. ich wollte nur rein informativ wissen, warum. Er kann ja kurz antworten. In der Zeit machen wir das mal fertig, weil. Der, ganz kurz, der Entwickler in mir, der wird sagen, wenn du da was reinschreibst, dann schreib rein Hinweis zu Hadl hinzugefügt und lass den Punkt hinten dran weg. Weil dann kann man mit der Message was an. Okay. Keep cool. Wir schreiben Commit-Messages. Okay, von mir ist auch so. Ich provoziere gerne, du. Auf jeden Fall. So, Okay, jetzt. vielleicht Genau, kurz, also. jetzt hast du eigentlich nur auf deinen Fork einen Commit gemacht und den quasi ins Repository gepusht. Aber was du jetzt noch machen musst, ist eben auch tatsächlich immer Moment, einen wir müssen ja lernen. Pull. Wir müssen kurz lernen. Für die, die Yes. jetzt vielleicht mit GitHub noch nicht so auskennen. Das heißt, dieser Fork, den ihr da gemacht habt, der ist ja nur bei euch, ne? Und noch nirgendwo anders. Also ihr habt nur bei euch jetzt Änderungen gemacht. Und diese Änderungen müssen jetzt von eurem Fork, also von eurer Kopie, müssen die natürlich jetzt irgendwie zu der eigentlichen Doku kommen. Und das dürft ihr nicht einfach so machen. Also ihr dürft nicht einfach sagen, so, ich möchte das jetzt ändern, sondern ihr macht halt diesen Pull-Request. Und dieser Pull-Request bedeutet, hier, ich habe hier Änderungen. Könnt ihr diese mal, ich schlage euch diese Änderung vor und könntet ihr diese mal bitte annehmen, damit diese dann im Prinzip auch für alle sichtbar sind. Also Warum so? eine schöne deutsche Übersetzung wäre vielleicht ein Änderungsvorschlag einreichen. Ja. Und an der Stelle macht dann auch GitHub für uns einfach den Vergleich zwischen dem, was jetzt mein Fork hat und was die Doku hat. Also wenn ich jetzt quasi bei uns in unserem Fork jetzt irgendwelche Sachen geändert habe, dann werde ich jetzt gleich in dem Pull Request diese Änderungen sehen. Du kannst ja mal auf Create Pull Request klicken, dann sehen wir es auch, ohne dass wir darüber einfach nur reden müssen. Vielleicht kannst du einmal ein bisschen herunterscrollen. Noch weiter. Und da sehen wir jetzt nämlich genau diesen Diff, von dem ich gerade sprach. Also hier vergleicht jetzt GitHub unseren Fork mit dem Target, also in dem Repository, wo die Doku drin liegt. Und jetzt sehen wir auch hier, da sind drei Zeilen hinzugekommen, und zwar unsere Notice. Und wenn ich jetzt vielleicht einen Rechtschreibfehler korrigiert hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen rot, weil dann irgendwas weggegangen ist und was anderes hinzu. Oder so. Genau. Und jetzt ist auch immer eine ganz gute Praxis, wenn man so einen Pull-Request erstellt, da einmal runter zu scrollen und zu gucken, sind da nicht irgendwie 1000 Änderungen drin, hat es richtig funktioniert? Ein File changed steht hier, genau. Ein Commit. Den Commit-Message, die da jetzt da steht, ist auch super lesbar. Wir sehen gleich, was wir gemacht haben. Hinweis hinzugefügt zu Huddle. Und jetzt ist es. Wenn ich jetzt eine gute Commit-Message gegeben habe, dann hat mir GitHub auch freundlicherweise gleich einen guten Titel gegeben zu dem Pull-Request, nämlich der Namen der letzten Commit-Message. Und ja, ich weiß gar nicht, muss man jetzt noch was reinschreiben oder reicht uns das für die Doku in Ich die würde sagen, in dem Description? Fall würde es reichen, aber wenn man einen größeren Pull-Request macht, einen richtigen, dann wäre es schon oft hilfreich, wahrscheinlich, wenn man
auch in der Beschreibung irgendwie erwähnen, warum will man jetzt diese Änderung machen und so zusätzliche Infos, Hintergründe zum PR, wenn das nicht sofort ersichtlich ist. Aber für solche kleine Änderungen muss man sich jetzt nicht die Mühe machen unbedingt. Es gibt schon manchmal Fälle, wo irgendwo eine Kleinigkeit geändert wird und das mehr oder weniger kommentarlos als Pull Request submitted wird und dann müssen wir halt nachfragen, warum oder was ist Ja, der vielleicht Hintergrund auch, davon? wenn es so opinionated changes sind. Also, wenn ich, keine Ahnung, eine Ja. Formulierung ändere, weil sie mir nicht gefällt, dann ist es vielleicht auch ganz gut hinzuschreiben, so finde ich die Formulierung schöner. Dann weiß man zumindest, ah, das war jetzt kein Fehler, sondern vielleicht irgendwie was. Ja, deine Meinung. Klar, hier Bernhard hat, glaube ich, noch einen ganz guten Einwand hier, beziehungsweise, ne, was ist das eigentlich überhaupt? Und da würde Und ich was dir passiert denn zustimmen, überhaupt? aber ich bin auch ein großer Freund von kleinen Änderungen, die schnell gemerged werden. Ich finde, sowas könntest du dann zum Beispiel einfach als weiteren Pull-Request contributen, sobald dieser irgendwie in der Doku landet. Genau, also Bernhard, ne, man muss natürlich, gebe ich dir absolut recht, für die jetzt, die vielleicht jetzt nicht den ganzen Tag mit Mumble, Slack oder was auch immer zu tun haben, ist natürlich sinnvoll, sowas nochmal zu ergänzen. Hier ging es ja eigentlich nur darum, bei den Anleitungen auf der Contao-Doku, ging es uns damals darum, dass wir eine Anleitung geben, wie man Mumble einrichten kann, weil Mumble hatte halt da eine kleinere, ja, für die einen kleinere, für die anderen eine größere Hürde, was dann abgefragt wurde mit Sprache über, Sprache unter, was auch immer. Das war dort ein bisschen spannend und deswegen hatten wir natürlich diese Anleitung geschrieben. Und ja, ob man das jetzt nochmal Mumble und Hubble und Slack und was auch immer noch erklären sollte oder nicht, kann man natürlich machen. Das Huddle Müsste man Space wahrscheinlich Teleskop. aber, ja, dann müsste man wahrscheinlich aber eine zusätzliche Punkt hinzufügen, wahrscheinlich eher Fragen und Antworten, keine Ahnung, wo man dann nochmal die Contao Calls erklärt und dort ja darauf eingeht, was die verschiedenen Sachen sind. Für Aber heute vielleicht ist Blick das auf auch was für Wissen. die. Es gäbe ja eh eine FAQ-Section, könnte man dort auch Ja. vielleicht tatsächlich machen. Weil ja, man muss nicht immer alles groß erklären, weil was Slack ist und so, das ja, muss man sich halt ergoogeln, vielleicht. Und, Das, ja. ich finde ja auch, dass das auf Contao.org wahrscheinlich eher gehört, auch nochmal als Information, in welche Channel man nutzen kann. Und, Ja. aber Aber unabhängig lass uns das bitte davon, finalisieren jetzt. genau, drück mal auf Ja. diesen grünen Button jetzt. Oh. So. Create Man Pull merkt, dass wir Request. Entwickler sind. Ja. So. Also ihr, ich nicht. So, jetzt ist, also jetzt ist der Pull Request da. Ich bin jetzt bei mir auch in GitHub angemeldet. Ich habe mir jetzt gerade diesen Pull Request angeschaut und Können wir vielleicht das Screen switchen, dass wir das von dir hab. sehen vielleicht? Nee, bleib mal dabei, du hast schon gesehen, wenn du genau hingeschaut hast. Oh, was? Denn hier drin steht jetzt, dass ich diese Changes approved habe. Ich habe mir die Mhm. angeschaut und habe auf Approve geklickt. Warte, ich kann auch noch. Und genauso könnte es natürlich passieren, dass jemand irgendwie nochmal einen Change requestet. Aber diesen Umweg machen wir jetzt mal für heute nicht, würde ich sagen. Es Also sei denn, ich wäre Fritz gerade hat natürlich einen Change. dabei. Ja, okay, dann los geht's. Aber ist das eigentlich, weil wir jetzt gerade mit dem Approved und sowas sprechen? Vielleicht können wir kurz erklären, was es approved bedeutet. Also die Idee von einem Pull-Request ist ja quasi, hier ist ein Änderungsvorschlag. Das ist noch keine vollendete Tatsache, sondern ich möchte gern diese Änderung einpflegen. Und jetzt soll darüber ja eine Diskussion losgehen. Also sollen Leute die Chance haben zu sagen, stimmt, passt, habe ich mir angeschaut, können wir so machen. Aber genauso auch, hier ist ein Problem, das müssen wir noch anpassen oder vielleicht müssen wir auch drüber reden. Fritz hat zum Beispiel jetzt gerade einen Small Nitpick noch hinzugefügt und da geht Einen es jetzt um was? eine kleine, eine kleine, eine, ein was ist das deutsche Wort für Nitpick? Eine Korinthe, die gekackt werden muss. Ja, aber scroll doch mal runter, dann sehen wir es doch einfach. Ein i-Tüpfelchen, das geritten werden muss. Das Schöne ist nämlich,
Fritz hat nicht nur gesagt, hier, guck mal, hier soll man noch was anderes machen, sondern er hat auch gleich noch einen Änderungsvorschlag mit reingepackt. Ja. Und in so einem Fall können wir uns das als Autor von diesem Pull-Request das anschauen. In dem Fall sehen wir, ah ja, da kommt einfach jetzt noch eine freie Leerzeile. Zeile, eine Leerzeile hinzu. Und wenn wir damit einverstanden sind, dann können wir das in unseren Fork committen, diese Änderung. Und zwar, indem du auf Commit Suggestion klickst. Habe ich mir angeschaut, genau. Und Commit Changes. Und jetzt passieren zwei Sachen. Zum einen haben wir jetzt einen neuen Commit hinzugefügt in unseren Fork. Und zum anderen hat GitHub gemerkt, oh, der Fork hat sich verändert und updatet jetzt auch diesen Pull-Request. Und insbesondere ist jetzt meine Approval wahrscheinlich wieder kaputt, weil sich was verändert hat. Das kann ich mir aber auch Naja, nochmal. du bist kein Maintainer, deswegen ist Ah es ja, okay, dann das ist ja geil. Aber ich könnte rein theoretisch wahrscheinlich das Ding nochmal approven. Mal gucken, ob das geht. Ja, wahrscheinlich. Wäre gut. Ja. Aber ich kann es mal approven. Und wenn Fritz es approved, dann ist es auch ordentlich grün, so wie es sein soll. Genau. Scheinbar ja nicht, weil Ingolf hat noch was gefunden. Haben wir gerade gemacht. Keine Ahnung. Die Leerzeile haben wir gerade gemacht. Weiß ich nicht, was Ingolf? Ingolf meint. Ja, wenn Fritz es Ingolf. approved, dann Ja, wie auch immer. Also, das ist ein gutes Zeichen. was jetzt dann weiter passieren würde, ist in dem Fall, weil das Handbuch ist, merge es nicht ich sofort, sondern ich überlasse das dann dem Werker, weil das quasi sein Bereich ist und Okay. er kümmert sich dann. Das ist der einfachste Fall. Das heißt, man editiert eine Datei, macht einen Pull-Request für genau diese eine Änderung in dieser einen Datei und das passt. Wenn man jetzt nicht auch die englische Übersetzung nachliefern möchte, ist das kein Problem. Da kümmert sich eben Bjarke dann darum, dass die irgendwie organisiert wird und er schiebt es dann in einem separaten Commit nach. Und genau, also er wird es dann mergen und eben später zum Beispiel auch in der englischen Seite hinzufügen. Das heißt Man aber, du sagst könnte. jetzt, könnten auch theoretisch jetzt noch eine englische Version gleich dazu liefern. Genau, das ist jetzt aber ein bisschen ja, weniger intuitiv. Also da gibt es, glaube ich, keinen intuitiven Weg. Weil wenn du jetzt einfach auf die englische Seite gehst, in der Contao-Dokumentation, da kannst du zwar schon sagen, bearbeiten, aber das würde einen neuen Branch machen. Kann ich Du nicht kannst. meinen Branch auswählen dort? Das Vielleicht Problem können wir ist, es du ja mal kannst halt so. ausprobieren. Ja. Wie komme ich jetzt dorthin? Ich glaube, das war schon das Ding, wo du warst. Geh nochmal auf die Mumble-Seite. Hier? Nee, Kann ich hier geht zuerst auf wechseln? die Mumble-Seite. Geht zuerst auf die deutsche Mumble-Seite, wo Okay. wir vorher waren. Da, genau. Und jetzt runter, links unten, also im Menü, im Hauptmenü. Und hier auf Englisch. Dann kommst du auf die englische Version. Genau. Und jetzt klick hier mal auf Edit this page. Jetzt bin ich sehr gespannt. Scroll mal runter. Aber hier steht hier oben, ganz oben in der Titelzeile ist zumindest der richtige Branch doch, oder? Docs One. Ah nee, das ist das Repo. Nee. Das wäre ja ein schönes Feature, wenn man das in GitHub. Ja, Vielleicht eben, das vermisse ich auch. kannst du es beim Aber Committen irgendwie angeben. ihr editiert doch jetzt die englische Seite. Ach so, ihr wollt das zusammen machen Ja, sozusagen. schon, aber es wäre schön, wenn es im selben Pull-Request ist. Aber wenn es Ah. nicht ist, ist es auch kein Problem. Also, Also es ist mal schön für es uns. gibt ja schon einen Workaround, also Ja, der ja. nicht so schwierig ist. Und zwar, wenn du auf deinen Fork gehst, auf die Datei, die wir jetzt hier sehen, und dort auf Editieren klickst, in dem richtigen Branch, dann müssten wir doch eigentlich den Pull-Request einfach bearbeiten können. Also Genau, genau, das könnte Docs so. Hier 1 sieht ist man das das. ja. Ne? Genau. Das ist immer die Frage, weil ich glaube, vorhin war das vielleicht zu abstrakt gewesen. Das passiert ja alles immer noch, man ist immer noch auf der Docs-Repository-Page, obwohl im Hintergrund ja der Fork quasi generiert wurde. Genau. Und Und genau, du jetzt meinst jetzt bist du hier nicht mehr auf draufklicken? der. Genau, jetzt guckt man, da oben steht Main in so Links einer oben, ja. Bar. Und Patch One war quasi der Branch, den GitHub für uns angelegt hat,
als wir quasi diese auf Bearbeiten geklickt haben. Und wir sehen jetzt auch, this branch is two commits ahead of Contao Main. Das ist nämlich genau dieser eine Commit, den wir gemacht haben und dann einmal diesen Änderungsvorschlag, den Fritz nochmal gemacht hat. Also wir sind jetzt auf dem richtigen Branch, der zu diesem Pull-Request gehört. Und wir könnten jetzt zu der Seite navigieren, zu der Mumble-Seite. Du könntest theoretisch einfach T drücken und Mumble eingeben. Advanced. Alter, Und dann das auch stimmt hier nicht. und dann mumble.en für jetzt nur so kann man da drin überhaupt sich zurechtfinden. Genau, und jetzt könnten wir hier rechts auf diesen Bleistift drücken. Edit this file. Und jetzt sehen wir auch in der Titelleiste oben stehen mumble.en.md in Patch 1, also in dem richtigen Branch. Und ich meine, theoretisch könnten wir jetzt hier unseren Infotext reinkopieren von unserer Änderung und Aber den das Check Problem ist, übersetzen. von uns kann keiner Englisch. Bist du sicher? Das sagst du so einfach. Ich Also, ich meine. glaube, Fritz lebt sogar in Schottland. Also wenn er kein Englisch kann, dann fress ich einen Besen. Ja, dann kann er bloß Hottisch. Ah, Nee. ganz andere Sprache, also. Nee. Ich kann nur Englisch, ich verstehe die Schotten nicht. Also das ist halt schon Ehrlich? schlimm. Ich Ist meine, das so schlimm? ich finde, wir sind Ja, so weit schon. gekommen jetzt mit der Sache. Let's do it. Lass uns das doch einfach noch schnell einpflegen. Ja, machen wir Dann das. ist dieses Video auch als Dokumentation dafür quasi geeignet. Genau. Da ist unsere Warte, Node. ich Jetzt mach mal geh doch den. in den Ich geh mal hier in Pull-Request den. und Ja, genau. ja, 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 ja. Alter Mann, ist nicht dazu. So. Ist nicht jetzt. Wo ist denn mein Der ist noch Pull-Request? nicht Ist hier. closed. Du kannst noch Der nicht ist noch closed. offen. Der ist noch offen. Du musst Wieso ist denn offen. jetzt hier Open. closed gesagt? Du hast gerade auf Close gedrückt. Wenn du, genau. Ach, das ist doch nicht wahr. Doch, du Mach warst. die Klusen auf, Joe. Da commits Genau, oben. also Files eine changed. Variante wäre jetzt, genau. Zack. Oder gehen wir ganz rechts auf Files changed, weil das ist Ja. nämlich dann unser Endergebnis. Und theoretisch könntest du da, wenn du was kopieren möchtest, rechts auf diese drei Dinger klicken, auf diese drei Punkte in der Datei, oben rechts. Bin ich blöd? Weiter rechts, weiter runter, auf die drei Punkte. Rechts neben Diese, Viewed. und da Review Changes, diese drei, dieses Menü. Geh mal Ich sehe es gerade nicht. mit der Maus weiter nach rechts. Ja. Und weiter nach oben. Ja. Noch weiter nach oben. Ach Ah hier. ja, Dann sagt genau. das doch, Mensch. Und sag View File. Oder Edit Total File innovativ. ist auch okay. Total innovativ. Genau, oder Edit File wäre vielleicht sogar noch besser gewesen, dann hätte man die Rohansicht gesehen. Ja, das ist sogar manchmal ein bisschen Dann drück halt lästig, auf den finde ich. Bleistift. Ja, nimm Edit File, dann haben wir. Ihr macht mich fertig, ey. Ich hatte das schon kopiert gehabt. Kann ich nicht auf den Bleistift drücken. Ach so, Bin Entschuldigung. ich MOD, bin ich Dann Master of klick auf Disaster. Raw oben rechts. Ja, Bei. wo ist die Kamera? Auf mein Gesicht gerichtet, ich weiß, ja. So viele Okay, machen wir es Köche, so. so viele Köche für denselben Code. Ja, genau. So, fuck, ey. So, Entschuldigung, darf ich nicht sagen. Also, Fakt. hier kommt das jetzt rein. Habt ihr jetzt Joe zum Affen gemacht hier? Mensch. Okay. Nur weil du drei Punkte nicht findest, da können wir nicht dafür. So. Niki, übersetz mal. So. Sind's Ja. Since So, first of Datumsformat ist first anders. st Ja. ohne Punkt und Und st. ist es No. nicht so? First of Nee, 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 October. nee, 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 nee. Das machen wir nicht. So, sind's. Nein, 1 ST. Ja, ich würde es auch so schreiben. 1 ST. Üblicher. Gibt es da keinen Ohne Standard 0. tatsächlich? Bei Piaget ist Ohne das so 0. ein. Ohne 0. Ohne 0. Ohne Ja, 0. aber ich, Ohne meine 0. Frage ist, ob es keinen Standard gibt, weil Piaget immer so auf Standards beharrt, was das angeht. Deswegen frage Of ich. October. Of October. So. Okay, wir fangen jetzt nochmal von an. Since first of October. So. 21, 2021, 2021. We are not using Mumble anymore.
using? Mumble groß. Mumble. Und ich glaube, for anymore, we are not using Mumble for our regelmäßig. Scheduled meetings. Vier Leute. Ich habe doch gesagt, wir können gerne Englisch. Warte, ich frage mal hier so einen Übersetzer. For our regular public calls. So, public calls. Oh, jetzt so ein Mist. Jetzt liegen wir 1-0 hinten. Was ist denn das für ein Mist? Und an der Stelle verabschiedet sich Niki. Schönes Eigentor noch, hey? Also, Mensch. Ernsthaft, nach 11 Minuten. Oh je. Jetzt wäre es schon so fast wie in vieler Software so ein schönes Misch aus Deutsch und Englisch. Also Leute, ich bin der Typist, also im Mob-Session okay. Bin ich gerade nur der Mensch, der tippt, ihr müsst reden. Und zwar since das, 1st of October 2021, danke. We are not using Mumble for regular public calls anymore, vielleicht for our regular public calls. For our regular public calls anymore. Genau. Public Contao calls. Und dann einfach instead we are using Huddle, or we are using Huddle in or Slack Huddles. In Slack Huddles? Ist das so gesagt? Ja. Ist, glaube ich, nicht so wild. Using, dann doch hier or, Huddle no. Function? Schreiben wir, instead we are using Huddles in the Contao Slack Channel. Und dann verlinken Contao Slack Channel. Die Huddles. Huddles. Also jeder, der jetzt noch hier weiter zuschaut, macht Contao Slack Channel. In the Contao Slack Channel. Genau, meine Intention vorher mit der Raw- und Edit-Seite war natürlich, dass du... ja, es hat... Channel ist ja falsch. Contao Slack, wie heißt das? Workspace. Ja. Das müsste man dann jetzt in dem anderen auch noch ändern. Ich mach das. .org/slack. Ah, Bernhard hat aber auch recht. 1. Oktober, ja. Kann man auch machen. So. Sascha, was soll das? Also sag mal. Also, ich werde schon sehen. Sascha wird bei unserer nächsten Folgen, wird Sascha dabei sein. Auf denk keinen ich. Fall. Ich denke nein, ist ein Scherz. Natürlich kann er gerne dabei sein. Ich denke nicht. Okay, los geht's. Add Huddle Notice von mir aus. Sascha, du weißt, das war nicht so gemeint. Das tut mir wirklich leid. Du bist ein herzensguter Mensch und ich hab dich wirklich lieb. So. Okay, ab geht's in die Pull-Request-Ecke. Denn das ist jetzt das Spannende. Wir wollen ja sehen, dass unsere neu hingefügter Commit, den wir jetzt direkt in unserem Fork gemacht haben, auch in dem Pull-Request übernommen wurde. Und Spoiler-Alert, ich hab's schon geguckt, es hat funktioniert. geh mal in unseren Pull-Request zurück, bitte. Oh, ja. Mein Laptop. Aber das ist ja quasi, hier sind wir dann. Ne? Genau. Pull-Request. Jawohl. Mhm. Und da gibt es jetzt zwei Sachen. Zum einen, wenn du runterscrollst, die Änderung, die wir gerade gemacht haben, ganz, ganz unten. Noch weiter unten, das ist nämlich Add Huddle Notice. Und das, was du hier gerade gesehen hast, ist noch der Vorschlag, Contao Slack Workspace zu nehmen statt Channel. Mhm. So. Mhm. Haben wir gemacht. So, und jetzt hast du mich ja quasi hier weggeloggt von meinem
von meinem Ursprungsrepository, weil ich habe jetzt ja quasi hier nur Änderungen gemacht, ne? Mhm. Die ich jetzt aber noch als Pull-Request stellen muss. Nee, das Schöne war, da wir vorher Patch 1 ausgewählt haben als Branch, genau. In diesem Dropdown, wo du gerade eben warst, okay. Deswegen wurde der Pull-Request automatisch mit aktualisiert. Genau. Das ist das Schöne, weil jetzt quasi alles in einem Pull-Request ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei dem Pull-Request auf die Files Change klickst, also weiter oben auf diesen Tab. Ja, ich gehe schon. Hier. Dann sehen wir jetzt auch zwei Files. Genau, das ist nämlich mumble.de und mumble.en. Mhm. Und jetzt haben genau, also nochmal für die Erklärung noch. Zum dritten Mal. Also nur für die Erklärung, es ist theoretisch egal. Man könnte das natürlich auch in einzelne Pull-Requests packen. Wir haben gerade einen Bonbon im Mund. Ist natürlich günstig, ne? Man könnte das natürlich in einzelne Pull-Requests. Jetzt lach nicht. Man könnte das noch einzelne Pull-Requests packen. Das Problem ist halt, wenn das nur zwei Dateien sind, dann ist es ja okay. Aber wenn das natürlich irgendwann, keine Ahnung, 5, 10, 12 Dateien mit ganz vielen Änderungen sind, wird das natürlich irgendwo unübersichtlich, wenn das verschiedene Pull-Requests sind. Und, es geht ja darum, auch kohärente, zusammenhängende Änderungen zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Navigation umbenennen, wäre es natürlich schlecht, wenn da irgendwie die Links nicht mehr stimmen. Ja, aber also. Ich wollte natürlich bloß sagen, dass unsere Zuschauer nicht denken hier, sie müssen jetzt unbedingt immer alles in eins packen. Es ist okay, wenn ihr das auch einzeln macht, wenn es für euch einfach ist. Also ihr braucht auch keine Angst haben, also euch reißt da niemand den Kopf ab. Fritz und Piake, die schauen sich alles an. Es gibt dann die Reviewer, wie auch Moritz und so weiter, die das alles nochmal prüfen und auch nochmal schauen, ob das alles so korrekt ist und passt. Und wenn das halt nicht ist, dann wird halt entsprechender Kommentar gegeben, wo dann halt nochmal darauf hingewiesen wird, tusch mal zu, könntet ihr vielleicht das oder könntet ihr vielleicht das. Und das ist auch völlig entspannt. Also es sind nur Hinweise und da braucht auch niemand Angst haben. Genau. Ja, und super. Es war auch in letzter Zeit oft so, dass quasi es wurden Pull-Requests gestellt für etwas, was Benutzer quasi erfahren haben oder herausgefunden haben und dachten, okay, das ist vielleicht falsch dokumentiert oder das muss so und so dokumentiert werden. Und in Wirklichkeit stellt sich dann heraus, das ist eigentlich ein Bug in Contao oder das muss eigentlich in Contao eher geändert werden. Ja, zum Beispiel vor kurzem war so eine kleine Namensänderung von Ernestophiles. Und da haben wir dann gesagt, nee, es ist besser, wenn man das quasi das war in Wirklichkeit in Contao Repository eine Translation-Änderung und in Wirklichkeit war es besser, diesen Strict Mode in der Dokumentation besser zu erklären. Also es geht auch in beide Richtungen quasi. Mhm. Ja, was du gerade gesagt hast, finde ich voll wichtig. Also es gibt nie den Punkt, wo die Dokumentation die Fülle erreicht hat und 100% erreicht hat, genauso wie eine Software niemals bugfrei ist. Also quasi jeder Anlass von ich habe einen Bug gefunden, sollte natürlich ein Issue bei GitHub provozieren und jeder Anlass von ich habe halt was nicht in der Dokumentation gefunden und muss es erst mühsam rauskriegen, sollte dann der Anlass sein für, ja, ich trage den fehlenden Teil zur Doku bei. Das wäre natürlich die Idealvorstellung oder vielleicht auch ein bisschen die Bitte. Genau, ja. Aber ich verstehe schon, wenn man es nicht macht, weil ich denke mir auch, okay, da fehlt jetzt was in der Dokumentation, aber dann muss ich das und das und das aber auch noch irgendwie erwähnen und das noch genau erklären und dann ist es schon wieder zu viel Arbeit, weil man die Zeit halt oft nicht hat. Aber ich glaube, es ist besser, man macht es trotzdem, auch wenn es nur stichwortartig ist und natürlich kann man das so dann nicht merchen, aber es ist zumindest vielleicht ein Ansporn, entweder für mich oder für Bjarke oder auch für andere in der Community, hier dann noch detailliertere Texte beizusteuern. Es ist immer noch besser, als nichts machen, ne? Ja. Genau. Und man muss auch schon sagen, also eure Merge-Politik, also vielleicht unterscheiden sich die beiden Repositories jetzt, Contao Core und Docs, vielleicht schon ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die Merge-Politik beim Contao Core, wo es vielleicht irgendwie um kritische Änderungen geht, ist vielleicht noch eins strikter und eins langsamer. Und bei den Docs sind auch vielleicht jetzt nicht bis komplett zu Ende geschmiedete Sachen, die aber schon eine gute Verbesserung bringen, auch schnell willkommen. Sehen wir jetzt unsere Änderungen eigentlich schon?
Noch nicht. Nee. Also das müsste ja erst gemerged werden von entweder mir oder Richtig. Bjarke. Und eben weil es User Manual ist, würde ich das dem Bjarke überlassen, weil der schaut sich das auch nochmal an und approved das, weil es eben, das haben wir so ausgemacht, also Developer Documentation, das merge ich quasi oder habe ich quasi das letzte Wort und im Manual hat es der Bjarke. Und darum will ich da jetzt Okay. nicht vorgreifen und das einfach so mergen. Also müssen wir jetzt Und Björk anrufen, ja, soll man bitte jetzt hier merchen, sozusagen. kannst Anrufen? machen. Nee, das Der guckt war den auch schon mal. Fußball, lass den Fußball gucken. Der guckt auch Borussia Dortmund gerade. Ehrlich? Ja, bestimmt. Sicher? Der ist großer Fußballfan. Hundertprozentig ist der Borussia Dortmund-Fan. Na dann. Naja, es gibt ja nicht so viele Dortmund-Fans. Ich meine, an der Stelle können wir natürlich das auch Aber. als Ausblick stehen lassen. Jeder, der das Video nachschaut, kann ja mal einen Blick auf GitHub werfen und schauen, ob der Pull Request es dann geschafft hat oder nicht. Oder ob er auch 28 Kommentare hat. Hier wird ordentlich diskutiert, auf jeden Fall, ne? Also bei Security, sehe Ja, ich hier. klick mal rein. Einfach mal, dass man so ein Gefühl kriegen, wie sowas aussieht. Ich hatte dann Andi zum Beispiel ein Review gemacht und hat irgendwie eine Anmerkung und dann geht es hin und her. Und das ist so ist es halt dann. Ja. Aber Also es an dem. sollte. Ja, genau. Also vielleicht so ein letztes Wort zu, wie verstehe ich denn auch solche, so ein Review, weil das hatte ich im Docs-Repository an ein, zwei Stellen nämlich auch schon mal. Das ist immer gut gemeint. Es geht nie gegen eine Person, sondern eigentlich immer um die Suche nach Also dem besten Ziel. das sollte man auch definitiv immer im Hinterkopf behalten. Also die Kommentare, die es hier in der Diskussion gibt oder wo auch immer, es geht dort immer nur darum, dass es halt wirklich den besten Weg zu finden gibt. Ne? Und es sind ja so viele Leute beteiligt und die wollen halt einfach die beste Lösung finden. Und es geht nie gegen jemanden persönlich. Das sollte wirklich immer für alle klar sein. Also wir hatten ja da schon ein paar Sachen in den Diskussionen. Das war schon ziemlich spannend manchmal. Ja, wobei ich schon sagen muss, manchmal ist es auch irgendwie persönliche Ansichtsweise, was der beste Weg ist, weil es halt vielleicht nicht klar ist, was der beste Ja. Weg ist, weil es halt viele Wege gibt, die richtig sein können. Und dann ja, aber darum muss Deswegen man sind es ja wirklich nicht über die Einzelpersonen. Person. Ja, genau. Bernhard, vielleicht kannst du den vorletzten Kommentar von Bernhard kurz eintragen. Issue ist eigentlich nur eine Rückfrage. Also Issue ist ein Ticket, also eine Frage, ich Ein habe da etwas Problem. gefunden, ist das gegebenenfalls ein Problem? Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Vorschlag, Genau, also ein sondern Issue es kann ist einfach. sein, du hast einen Bug gefunden und du reportest ihn einfach. Oder du hast etwas gefunden, also im Falle der Doku jetzt, du hast etwas gefunden, was fehlt oder was auf jeden Fall noch hinein könnte. Oder auch ein Vorschlag für, was man noch hinzufügen könnte. Es fehlt nicht, aber es wäre vielleicht gut, das drin ist, so in die Richtung. Und Pull Also manchmal Requests, werden zum ja. Beispiel, und Ja. Issues werden zum Beispiel auch manchmal gemacht, um nachzufragen, ob das vielleicht so gewollt ist und ob man vielleicht einen Pull-Request starten sollte oder eine Änderung beantragen sollte, wie auch immer. Ne? Also. Genau. Und ich meine, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir da hinkommen, dass kleine Änderungen. Also, ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden. Es kann ich natürlich entweder ein Issue aufmachen und dann darauf warten, dass sich jemand die Mühe macht, einen Pull-Request zu machen. Oder im Idealfall. Laden wir, glaube ich, die Leute dazu ein, solche Sachen dann lieber gleich als Pull-Request zu machen. In manchen Repositories ist es ja eigentlich gerade gegenteilig die Praxis. Man macht erst ein Issue, bespricht es und macht dann erst einen Pull-Request. Ich glaube, an der Stelle für so Genau, kleine und der Pull oder Request, Unbiased-Sachen. genau, und der Pull Request ist natürlich erstmal noch nicht die tatsächliche Änderung, sondern der Pull Request ist halt erstmal die Anforderung zu sagen, hier, ich habe etwas geändert, nehmt das bitte auf, weil ich denke, das sollte geändert werden. Der Pull Der kann Request, natürlich auch abgelehnt werden, ne? Also der genau, Pull Request muss nicht angenommen werden. und der Pull Request ist aber gegebenenfalls einfach auch eine gute Art und Weise zu sagen, hey, das würde ich gerne ändern, weil dann sieht man auch wirklich gleich, welche Dateien, welches Wording, welche Parts sind ausgetauscht und was kam hinzu, was kam weg. Genau. Alright. Wow, Ja, sehr cool. schön. Also, es ging ein bisschen durcheinander, aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Pull Request innerhalb von einer Live-Show. Auch großen Teil zum Dank von dir, Fritz, dass du uns hier so durchgeguidet hast. Ja, und ich finde es auch schön eigentlich, dass wir jetzt alles wirklich nur über das Webinterface gemacht haben und nichts Stimmt. über die Command Line.
Das stimmt, ja. Was ist nochmal diese Command-Line? Ich befürchte, dass irgendwie sowas bald mal als Thema rauskommt und dann schauen wir mal. Da drückst du die Windows-Taste und dann gibst du ein CMD. So, also ich sag's euch, falls wir uns Git anschauen, dann schauen wir uns Git richtig an, so mit Plumbing-Commands und händisch die Chars und so auslesen und ja. Freut euch drauf, ist dann Contao-Random-Punkt irgendwas. An der Stelle ist unsere Zeit aber, glaube ich, auch für heute abgelaufen. Wir schauen einfach mal, was nächstes Mal im Topf liegt. Ihr da Aber draußen ich habt, denke, genau. pass auf, Moment, ich will dich kurz unterbrechen. Ich denke, ab morgen oder für den Rest der Woche, glaube ich, bis Freitag schaffen wir es, dass noch Minimum 10 Pull-Requests für die Doku kommen, oder? Oh ja, auf jeden Also Fall. Das kriegen Ich wir hin. hätte, ich würde sogar sagen, 10 Pull-Requests für die Doku und dann noch so ein quasi Pull-Request für neues Material für unseren Randomizer. Der Pull-Request funktioniert, glaube ich, momentan noch per E-Mail. Ja, vielleicht kannst du die nochmal einblenden, Joe. Wir sind auf jeden Fall immer super happy um neue Beiträge. Haben jetzt auch schon einen großen Topf, aber wollen ja überrascht bleiben. Und wir wollen noch mal betonen, ne? Also Moritz und ich, wir wissen die Themen nicht. Ja. Also die weiß nur Und Ich Fritz weiß halt die auch auch nicht, nicht. ja. Nein, aber du weißt ja wenigstens, welche Themen in dem Randomizer drin sind. Aber wir wissen ja Wir nicht mehr, wollen welche es Themen im Randomizer drin sind. auch nicht wissen, weil wir wollen ja noch Lust haben. Genau. Wieso? Wieso? Wir können doch jederzeit sagen, jetzt, hier. Oh, ich weiß, was kommt. Oh! Ach komm, Nochmal, nochmal. Der ist immer so abgeschnitten am komm. Anfang. Mach nochmal richtig. Oh. Oh, Freu nur, weil du es bist. So. Yay. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Vielen Dank, Und Fritz. ja, Ja. vielen Dank, Ja. Fritz, auch für deine ganze Arbeit, die du sonst reinsteckst in Hey, jetzt steht es Contao. ja schon 2-0. Verdammt, Ja, okay, Mensch. wir müssen aufhören. Niki muss los. Okay, Macht's gut. raus. Bis Liegt bald. raus. Schaut rein. Ciao. Ciao, Ciao. ciao. Okay, ciao.